und sie fragen mich, was anders ist. Ihr Menschen seid so dumm. Ihr lernt nichts aus der Vergangenheit. Wollt sie vergessen. Ihr lebt nie in dem Moment. Genießt die Gegenwart nicht. Ihr lechzt nach der Zukunft, davon überzeugt, dass sie euch Besseres bringen wird. Ihr giert nach Macht und Geld. Ihr glaubt, ihr werdet Herrscher, Könige, die Krone der Schöpfung? Ihr wollt über alles bestimmen? Über alles? Wie sich die Tiere zu benehmen haben, was gut und was böse ist? Die Natur soll sich euch beugen? Doch ihr seid nichts weiter als Gesindel, biologischer Abfall, Parasiten, welche die Erde befallen haben und sie nun bis auf den letzten Tropfen Leben aussaugen. Jedoch wurde die Erde nicht für euch erschaffen. Ihr seid nicht zu hören bestimmt, auch wenn ihr es gerne wärt. Was nützt euch euer Geld, eure Untergebenen, eure Städte, eure Autos, all eure materiellen Besitztümer? Was nützen sie euch, hä? Wenn ihr am Ende angekommen seid, wenn der Tod vor euch steht und über euch richtet? Ihr Menschen seid so erbärmlich. Ihr führt Kriege und Schlachten. Ihr tötet, löscht tagtäglich Leben aus. Unschuldige Leben. Ständig tut ihr Böses. Ständig das Falsche. Und wenn ihr euch dann endlich bewusst werdet, dass ihr falsch handelt, betet ihr zu Gott und fleht um Vergebung? Ihr seid wie so viele vor euch, geblendet von der Gier. Man gab euch eine Chance, doch ihr habt sie vertan. Habt seit damals Angst vor dem Tod, wollt euch um jeden Preis davor schützen. Aber ich verspreche euch, ihr werdet untergehen. Es wird kein Meteor brauchen, es bedarf keiner fremden Macht. Nur euch! Ihr werdet euch selbst auslöschen. Ihr Menschen wurdet in Sünde geboren, lebt in Sünde und in Sünde werdet ihr sterben. Beinahe tut ihr mir leid. Werdet nie dazu in der Lage sein, zu erfahren, wie es ist, rein zu sein. Doch ihr seid selbst schuld. Habt eure Erscheinungen damals schon nicht ertragen können. Ihr seid schuldig, beschmutzt, unrein. Ihr seid sündig. Doch euer schlimmster Fehler ist eure Dummheit. Glaubt ihr denn wirklich, dass die Nägel in meinen Armen und Beinen eure Erlösung sein werden?